Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins, einer weiteren Episode, und zwar Nummer 21 meiner Papyrus-Rätselreihe. In dieser Episode geht es um das Papyrus verlassene Stadt. Ich befinde mich gerade in der Region Green Mountain. Ich zeige dir mal auf der Karte, wo das ist. Das ist nämlich hier relativ nördlich und westlich gelegen von der Weltkarte. Und hier gibt es auch einen Schnellreisepunkt, und zwar bei diesen Tempel hier oder was auch immer das für ein Bau ist, und der heißt Balagre. Und wenn du da hinreist und genau vor dem Tempel stehst, dann brauchst du im Grunde genommen nur links an dem Tempel vorbeilaufen. Ich zeig dir das mal. Hier läuft man einfach links dran vorbei und hier hinten gibt es einen kleinen Pavillon. Und den gucken wir jetzt mal genauer an, denn dort werden wir das Papyrus finden. Ich bin jetzt hier quasi schon dran vorbeigelaufen und stehe vor dem Pavillon. Und hier auf diesem kleinen runden Tisch wirst du bei dir das Papyrus finden. Schauen wir auch gleich mal rein, was in dem Papyrus drinne steht. So, verlassene Stadt. An der unteren Grenze von Paraitonion liegt ein Geisterdorf. Ich bin im Haus des Frevlers, der sein Haus dort gebaut hat, wo es von der aufgehenden Gnade Res des Sonnengottes am weitesten entfernt ist. Okay, also die Sonne geht ja immer im Osten auf und im Westen unter. Das heißt, das Haus muss dann irgendwo im Westen stehen. Weil dann wäre es ja folglich am weitesten entfernt. Vom aufgehenden Re sozusagen, der ja Sonnengott ist. Also schauen wir mal, wo das Ganze versteckt ist. So, ich bin auch schon mal zum Ort gereist. Und dann schauen wir doch mal auf die Karte, wo ich mich jetzt gerade befinde. Denn es gibt hier auf jeden Fall ein Geisterdorf. Ich zoome mir mal kurz raus. Also hier haben wir Paraitonien. Und hier ist ja auch ein kleines Dorf. Man erkennt das so ein bisschen. Also ein Geisterdorf, hier gibt es nicht wirklich Häuser, sondern die sind alle irgendwie so eher ruinmäßig. Und jetzt haben wir ja hier den Westen. Und hier gibt es auch einen Screenshot. Da hat schon wieder jemand markiert, wo er das Item gefunden hat. Also im Grunde genommen braucht man hier gar nicht großartig suchen. Aber für den Fall, dass hier kein Foto ist, zeige ich dir das natürlich. Und ich zeige es dir auch nochmal aus der Vogelperspektive. Also ich gucke jetzt hier Richtung Mittelmeer, das ist ja quasi Richtung Norden. Hier ist der Schnellreisepunkt und dann kannst du einfach hier runterlaufen durch das Dorf. Ich stehe gerade hier und hier im Westen vom Dorf, da gibt es ein Haus. Das ist sozusagen ganz weit abseits. Und da müsste dann auch entsprechend das Item liegen. Da laufe ich jetzt mal schnell hin und dann ja, können wir gespannt sein, was wir da finden werden. Das scheint ja hier irgendwie immer zufällig generiert zu sein. Also wenn man diese Rätsel mehrmals löst. Ah, hier komme ich mit dem Pferd gar nicht hoch. Ja, also wenn man die mehrmals löst, dann sind diese Items, die man hier bekommt, scheinbar zufällig. Und die werden auch am Level skaliert. Hier ist wieder ein Level 40er Item, weil ich Level 40 bin. Ja, und damit haben wir das nächste Papyrus gelöst. Wenn du weitere Lösungen sehen möchtest zu den Papyrus-Rätseln, dann schau doch jetzt mal rechts oben in die Playlist. Da wirst du weitere Lösungen finden. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like oder auch ein Abo, wenn du magst. Und dann wirst du weiter über neue Episoden informiert, sobald ich welche hochlade. Also viel Spaß damit und bis dann vielleicht im nächsten Video.